Auf geht's. Fangen wir uns ein Mewtwo. Miau! Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladrim, zu einem neuen Part Pokémon Y mit dem Zwergenfürst. Ja, heute geht es Richtung Pokémon-Dorf, wo wir ein legendäres Pokémon finden werden und hoffentlich auch fangen werden. Ja, im letzten Part waren wir ein bisschen in Illumina City unterwegs und haben den Detektiv, na, wie hieß er nochmal, der Bär gefunden und haben, ja, dort eine Mission bestanden und sind offiziell zum Detektiv geworden. Ja, Detektiv Zwergi begibt sich nun in den Irrwald und wird jetzt ganz schnell zum Pokédorf sprinten. Und da sind wir schon. Da sind wir im Pokémon-Dorf und suchen jetzt mal ganz schnell nach der Höhle mit dem legendären Pokémon. Okay, du bist kein legendäres Pokémon, nee. Und hier ist es schon, die Höhle. Dort wird sich dann das legendäre Pokémon drin verstecken. Dort durften wir, als wir das erste Mal hier waren, nicht rein. Ja, da stand ein Typ vor. Und deshalb, ja, wollten wir da nicht rein. Los, Christoph! Ein wildes Pummelhof. Ne, ich flieh mal. Ich flüchte mal. Ein bisschen hier. Und weiter geht's. Eine Mülltonne. Ja, ne, ein Apfeleimer. Sorry, habe ich mich geirrt. Was steht denn hier? Ein Abfalleimer mitten im Dorf. Pokémon-Dorf. Tja, ein wildes Ditto. Das haben wir sogar schon. Das haben wir schon gefangen. In einem Part, wo die Aufnahme verloren gegangen ist. Ja. Das habt ihr nicht gesehen, wie ich das gefangen habe. Tut mir leid, aber damals ist was dazwischen gekommen. Technischer Fehler und so weiter und so fort. Ihr wisst schon. Ich werde es nicht nochmal fangen, weil das ist heute nicht die Aufgabe hier. Oh. Was ist denn mit dir? Ein Dartini? Chichirp! Okay. Einmal Surfer einsetzen. Ich fürchte nämlich, ich muss darüber. Oh, ein Item. Eine Feentafel. Wuhu. Feentafel wurde in der Itemstasche verstaut. Ja, ich finde jetzt hier nur noch Tafeln von jeglicher Sorte. Kann ich ja mal in der Beutel gucken. Hier, Feentafel, Spuktafel. Eisentafel, ja. Frosttafel. Wolkentafel habe ich hier. Ja. Von allen Elementen werden hier irgendwie Tafeln versteckt. Gut, das soll aber auch nicht das Wesentliche sein. Wir müssen nämlich hier mal hoch.
Kraxeln wollte ich schon sagen, hochkraxeln. Aber wir müssen Kaskade, ja, hochkaskaden, um das so mal zu sagen. Hier ist nur hohes Gras oder hohe Blumen, um genau zu sein. Setzt mal ein bisschen Schutz ein. Sollte ich noch welchen haben? Ja, hier habe ich noch Schutz. Das hält erstmal ein paar Pokémon ab. Netzbeben findet das Item TM29 Psychokinese. Oh, Psychokinese. Wow. Das kann man noch gebrauchen. Dann mal schnell hier rüber. Weil hier ist nichts mehr. Hier ist nur ein Item. Zack. Okay, hier geht es auch nicht mehr weiter. Muss ich mal runter. Und hier lang. Genau, da ist schon die Höhle. Würde ich mal sagen, rein geht's. Das Geheimdungeon. Und da ist das legendäre Pokémon. Wer hat das schon gewusst? Wer hat das schon geahnt? Mewtwo. Gegen das werden wir jetzt kämpfen und werden versuchen, es zu fangen. Ich guck mal schnell. Habe ich irgendein Pokéball, der es sich lohnt einzusetzen? Flottball habe ich. Wiederball habe ich. Luxusball habe ich. Timerball habe ich. Nestball habe ich. Gut, wird schon irgendwie. Auf geht's. Fangen wir uns ein Mewtwo. Miau. Auf in den legendären Kampf. Los, Christoph. Dann mach es fertig, so gut du kannst. 67 gegen Level 70. Okay, ja. Ich setze mal Surf ein. Die Hoffnung ist nicht zu effektiv. Auch keine Angst, ist nicht zu effektiv. Aura-Sphäre. Woher kenne ich diese Attacke? Oha. Natürlich nächstes Pokémon rufen. Ich nehme mal Lucario. Und versuche es mal mit Steigerungshieb. Ja, oder auch nicht. Ich werde mal Christoph wieder zurückrufen. Surfer schien eine effektive Attacke zu sein. Wow, was ist das hier für eine Musik? Ja. Und dann würde ich mal sagen, nehme ich schnell noch Hypertrank. Christoph. Aura-Sphäre. Ja. Wie, die hat sich selbst geheilt. Ach du Kacke, das. Wo war ich, als die das gemacht hat? Ja, Mewtwo ist für mich eindeutig eine Sie, weil. Der ist pink. Dann setze ich nochmal Surfer ein. Ach, Genesung. Genesung. Na denn. Nochmal Surfer. Und wenn möglich. Bitte halt aus, bitte halt aus, bitte halt aus. Ja, gut. Und jetzt in Bälle.
Welches nehme ich? Ich würde mal den Timerball nehmen, weil ist der halbwegs effektivste Ball hier. Deshalb nehme ich mal den Timerball. Und eins, zwei. Mann, komm. War wohl noch nicht spät genug für den Timerball. Und dann muss ich in den anderen Ball nehmen. Versuche ich es mal. Glotzball. Naja. Ich habe keine effektiven Bälle mit. Wieso habe ich keine effektiven Bälle mit? Das ist hier mal den Luxusball. Was geht hier? Ich habe einfach mal keine Bälle mit. Und setzt Genesung ein. Ja, wunderschön. Wir müssen mal Surfer einsetzen eben. Warum nicht unvorbereitet in einen legendären Pokémon-Kampf? Kann mir das jemand sagen? Okay, jetzt habe ich Angst, dass das zum Volltreffer wird. Aber ich muss das einsetzen, weil ich krieg die nicht hin. Halt aus! Nein! Mewtwo wurde besiegt. Ja. Versuchen wir es einfach nochmal und holen uns diesmal bessere Pokémon, würde ich sagen. Ja, diesmal mit etwas besseren Bällen, mit etwas mehr Bällen. Ja. Mit ein paar Hyperbällen, ein paar Fensterbällen, ein paar Timerbällen. Ja. Setzen wir mal gleich mal Surfer ein, wissen wir ja jetzt, dass das funktioniert. Mehr oder weniger. Ja, Genesung. Als ob das dir jetzt was hilft. Gut, Kaskade vielleicht mal. Bringt vielleicht auch ein bisschen was. So, ein bisschen was bringt es auf jeden Fall. Nochmal Surfer. Irgendwann wird das was. Auch wenn die sich ständig wieder heilt. Doch. Kann sie uns zumindest nicht schaden. Ja, werden die Attacken immer ineffektiver oder? Nun, was passiert hier? Gut, halt aus, Christoph! Ja, gut, unter aushalten verstehe ich was anderes, aber. Gut, das kann man natürlich. Halten wie ein Dachdecker. Dann hole ich mal Christoph wieder her. Das ist so meine Taktik jetzt mit Christoph hier. Müsst ihr verstehen. Ich nehme noch einen Hypertrank, den ich übrigens noch von der Top 4 habe. Da habe ich zu viel gekauft. Das Blöde ist, das Ding kann sich selbst heilen. Das ist nicht so, dass man da unendlich viele Pokébälle einsetzen kann, sondern man muss da irgendwie drauf gucken, dass das Ding nicht selber heilt. Da muss man neu einsetzen. Das ist das Blöde daran. Los, Christoph, ich tausche dich mal einfach aus. Lucario ist zwar noch nicht besiegt, aber. Muss ja auch nicht besiegt sein. Los, einmal Surfer.
Ja, genau. So, aber in den roten Bereich. Oha. Versucht man mit Kaskade. Och man, Genesung. Wie das einfach klar war. Bitte mal ein Volltreffer. An der richtigen Stelle. So, noch einmal Surfer. Ich habe auch nur noch einmal Surfer. Juhu. Die AP gehen alle. Ich versuch's mal mit Hydropumpe, obwohl ich vermute, dass das gleich zu Ende ist, wenn ich jetzt Hydropumpe nehme. Ein Versuch ist wert. Nein! Huhu! Hat sogar geholfen. So, jetzt mal ein... Wo ist mein Hyperball? Hier, Hyperball. Hoffen wir das Beste. Und... Eins! Zwei! Oh, nee! Jetzt hält die sich wieder und... Huh! Oder auch nicht. Oh, Mann. Komm schon! Die Welt... Heil dich nicht, heil dich nicht, heil dich nicht. Hyperball. Und. Ah, Scheiße. Ja, setz weiter Rasch hier rein, das ist gut. Dann kann ich weiter mit Bällen werfen. Los, Hyperball. Vielleicht nehme ich einen Timerball. Ah, Mann, komm. Wenn die jetzt Genesung einsetzt, dann bin ich am Arsch. Einmal Timerball. Die dürfte jetzt langsam effektiv sein. Eins, zwei, drei. Yay! Klasse, Mewtwo wurde gefangen. Welte erhält einige EP-Punkte, Lucario erhält einige EP-Punkte und Mewtwo wurde in den Pokédex eingetragen. Die Gene von Mew wurden neu angeordnet, wodurch das Pokémon entstand. Es hat ein wildes Herz. Na super. Möchtest du Mewtwo einen Spitznamen geben? Mir fällt gar keiner ein, so direkt. Na gut, lassen wir es einfach Mewtwo. Das nennen wir es einfach Mewtwo. In die Box geschickt. Gut, meine Damen und Herren. Und das war der Kampf gegen Mewtwo. Let's Play Ben erhält Mewtwo Need Y wurde in der Item Starship. Ja, stopp! Gut, jetzt können wir das auch noch entwickeln. Holen wir uns das ins Team. Da sind wir wieder. Im Pokémon-Dorf. Stehen wir nicht hier im Weg rum. Gut, ab nach Fractalia City. So, schnell mal die Pokémon geheilt. Die haben ein bisschen was mitgenommen vom Kampf gegen Mewtwo. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir auf jemandes PC. Du hast das Spiel zum ersten Mal durchgespielt und erhältst dafür einen neuen Hintergrundmotiv. Okay, ja, soll mir egal sein. Gut, hier haben wir Mewtwo Level 70, wenn das mal nichts ist. Mit wem tauschen wir das? Ich würde mal glatt sagen,
Muss wohl mein Starter-Pokémon dran glauben. Let's play Markus. Ja. Auf geht's zur nächsten Höhle, wo wir im nächsten Part dann das nächste legendäre Pokémon fangen werden und den letzten Part von Pokémon Y ja, bestreiten werden. Das ist die Omega-Höhle, wo wir jetzt hin wollen. Die ist nahe Fluxia City Richtung Mosaya. Dann begeben wir uns von Fluxia City in die Höhle. Und dann irren wir im nächsten Part dann mal wieder durch die Omega-Höhle. Das haben wir bereits mal getan in einem früheren Let's Play. Wer kann sich daran erinnern, der schreibt es in die Kommentare. Wieso schneit es hier in Fluxia City? Seltsam. Gut, weiter geht's. Ich werde direkt mal losgehen auf die Höhle. Schutz-Item wirkt nicht mehr. Ja, setze ich mal gleich neu ein. Ich werde hier jetzt durch eine Höhle laufen. Der Kamera. Die Kamera war gerade schlimm. Konnte ich nicht sehen, was gerade los ist. Gut. Hier, die Höhle. Könnt ihr euch dran erinnern? Ich hoffe, das ist der richtige Weg hier. Die Omega-Höhle. Da werden wir gleich im nächsten Part noch ein bisschen rumirren. Und ja, versuchen, das Pokémon zu finden, wonach wir suchen. Es ist ein legendäres Pokémon. So. Gegen die Trainer haben wir ja alle schon gekämpft. In dem früheren Part. Und ja, würde ich mal sagen, verabschiede ich mich auch gleich von euch. Und hoffe, euch hat dieser Part mit dem legendären Pokémon Mewtwo gefallen. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Dann habt noch eine angenehme fürstliche Zeit. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, wenn ihr ein Mewtwo-Fan seid. Ja. Abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und nicht von diesem Schwarzgurt-Trainer besiegt werden wollt. Ja, das ist eine Drohung. Dann. Ich komme gerade nicht damit zurecht mit meiner Abmoderation. Alter. Gut, die nächste, letzte Abmoderation wird besser. Ja. Bis denn. Und ciao, ciao. Adios. Haut rinne.